Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers mit mir, dem mächtigen Brancor. Wir befinden uns im Orbit vom Mars, wo ich heute das gewaltige Fabrikschiff Colossus vorstelle. Diese Vorstellung wird mehrere Folgen haben, da das Schiff nicht in einer Folge präsentiert werden kann. Bleibt dran, es wird spannend! Die Colossus ist ein Kommandoschiff für den Zivilsektor. Das Schiff ist Basis, Heim, Träger, Raffinerie und Fabrik in einem. In diesem Spiel ist es ein Ziel eines jeden Ingenieurs, einmal ein Monstrum von Schiff zu bauen, das alle Faktoren abdeckt. Mein Konzept ist darauf ausgelegt, dass man das Schiff alleine im Überlebensmodus bauen könnte. Dafür ist das Schiff in Module unterteilt, um die Montage zu vereinfachen. Als erstes gehe ich auf das Herz dieses Schiffes ein, genau genommen die Erzaufbereitung und die Montage. Hinter dem Antrieb des Schiffes ist der Industriezweig, der dem Spieler die gesammelten Erze zu brauchbaren Komponenten verarbeitet, um die Colossus und andere Konstruktionen zu ermöglichen. Und das werden wir heute herstellen. Solche Außenposten in Asteroidenfeldern sind vielen Ingenieuren bekannt. Eine einzelne Plattform an einem Asteroiden verankert, auf denen vor Ort brauchbare Maschinen gebaut werden, an denen später große Schiffe und Raumstationen folgen. Ich habe einen Projektor installiert, als auch eine Verbindungsstrebe, an der wir unsere Baumaßnahmen beginnen werden. Der Asteroid gibt uns die Sicherheit, dass das Schiff nicht versehentlich wegtreibt, solange das Schiff sich nicht selbst stabilisiert. Über die Konsole habe ich ebenfalls bereits den Projektor eingestellt, dazu kommen wir aber gleich später. Als erstes suchen wir uns den Projektor raus, da ist er auch schon. Dann schalten wir mal ein. Um eine Blaupause hinzuzufügen, klicken wir einfach hier auf Blaupause, wählen dann das passende Modul aus, und zwar wäre das das Werftmodul. Über die Werkzeugleiste habe ich die Steuerung des Hologramms, um es auf die Strebe auszurichten. Aktuell passt es jetzt nicht ganz genau drauf. Jetzt schieben wir es ein bisschen hin und her. Bisschen höher. Jetzt weiter vorwärts. Das sieht schon mal gut aus. Aber das sollte noch ein bisschen weiter vorwärts sein. So, jetzt habe ich genug Platz. Große Blöcke baut man nicht mit der Hand, sondern mit einem Baufahrzeug, da die Einzelteile zu groß sind, als dass sie in die Tasche eines Astronautenanzugs passen. Das Starterschiff hat hierfür einen Frachtcontainer, wo alles reinpasst, und dazu den passenden Schweißer, um auch damit dann auch direkt zu bauen. Die Plattform hatte ich aus einem Grund gewählt, da die Grundversorgung vorhanden ist, aber nur begrenzt, was eine stationäre Raumbasis fragwürdig machen würde. Folgend ist die mobile Variante, nach Abernten der Erze die bessere Wahl, um ins nächste Asteroidenfeld zu fliegen. Bis die Asteroiden weg sind, brauchen wir uns um das Problem nicht zu sorgen. Folglich kann die Colossus auch erstmal stationär bleiben. Für die Aufnahme benutze ich den Kreativmodus, wodurch die Blöcke sofort fertig werden. Keine Angst, es werden keine endlosen Aufnahmen kommen, in denen ich die Module manuell herstellen werde. Den Spaß am Bauen will ich euch an der Stelle nicht spoilern. Das Werftmodul ist fertig und wird vom Reaktor der Plattform mit Energie versorgt. Es handelt sich um eine Wand aus Schweißblöcken. Hiermit werden die weiteren Module der Colossus ausgedruckt wie bei einem 3D-Drucker. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Verbindungsröhre zur Montagefabrik, damit die Blöcke auch die Komponenten haben, um die weiteren Module herzustellen. Was dann noch als zweites fehlt, ist der Kran, mit dem wir die einzelnen Komponenten dann herausziehen werden. Das Förderbandrohr hier wird später wieder entfernt, weshalb ich es farblich markiert habe. Zuerst möchte ich den Weltraumkran vorstellen. Dieses Schiff ist noch in der Prototypphase, weshalb sich noch kleinere Details ändern können. Der Kran ist 35 Meter lang, 12,5 Meter breit und 15 Meter hoch. Das Leergewicht beträgt 81,6 Tonnen. Als Energiequelle hat das Schiff eine Batterie und einen Nuklearreaktor.
Die Batterie versorgt den Projektor und die Beleuchtung. Der Reaktor unterstützt die Schubdüsen. Die Solarkollektoren können die Batterie wieder aufladen, wodurch man auch wieder etwas Energie einsparen kann. Das Schiff besitzt kein Cockpit, da es nicht für Raumreisen konzipiert ist. Es besteht also daher schon mal Helmpflicht. Das Schiff ist das Ergebnis, ein kompliziertes Problem zu lösen. Anstatt einen festen Arm zu entwickeln, der sich schwer steuern lässt, bietet das schwerelose Weltall die Lösung, da man nicht die Probleme wie Wetter und Schwerkraft auf einem Planeten hat. Über die Werkzeugleiste kann ich den Projektor wie vorhin bei der Plattform bedienen. Sobald das Hologramm aktiv ist, kann man diesen am Kran ausrichten. Ist das Modul dann zusammengebaut, kann ich es mit dem Kran auch gleichzeitig an die gewünschte Position weitertransportieren. Blaupausen haben leider das Problem, dass das Hologramm immer einen Kontakt zur Maschine benötigt und man muss umständlich die neue Maschine nachträglich vom Projektor abschneiden. Der Kran hat vorne den erwähnten Verbindungsblock, um sich vom gebauten Objekt wieder trennen zu können. Ich zeige es euch später. Schritt 1. Wir richten das Hologramm so aus, dass ein Verbindungsblock Kontakt mit dem Kranarm hat. So, mal gucken. Das schaut mal richtig aus. Jetzt will ich das Ganze nochmal neigen. Dafür gehe ich gleich erstmal in das Menü rein. Einen Moment, ich muss mir das mal besser angucken. Okay, einmal da rein. So, da haben wir den Projektor. Einmal nach... Ja, da ist es. Neigen. So, schauen wir es an und es ist verkehrt rum. So, zwei zurück. Ja, ist schon mal richtig rum. Die Module haben alle ein Grundmaß von 9x5 Blöcken. So kann man eigentlich jedes Stück ausdrucken. So, es ist schon mal ausgerichtet. Jetzt fahren wir zur Werft hin. Schritt 2. Die Schweißblöcke an der Werft sollten ausgeschaltet sein, was auch der Fall ist. Dann richten wir den Kran aus, dass er es einfährt. Okay, und vorsichtig. Ja, meine Drohne. Gut, wie gesagt, wir richten uns jetzt erstmal aus, dass wir genau senkrecht zur Plattform stehen. Ungefähr so. Dann steigen wir gleich aus, schalten die Schweißbänder an und steigen dann wieder zurück in das Schiff rein und fahren einfach nur rückwärts. Und dann ziehen wir es. Und das war Kacke. Eine kurze Unterbrechung bitte. Gut, das Schiff ist ausgerichtet und der erste Testdruck kann anlaufen. Sobald ich die Schweißwand einschalte, steige ich in den Kran und ziehe das Modul dann heraus. Und Schritt 1.5 habe ich vergessen. Achtet, dass euer Baubereich frei ist. Die Drohne habe ich erstmal auf einen anderen Kurs geschickt. So, das Wichtigste ist hierbei, dass man das ganz langsam macht, damit auch wirklich jeder Block dann gebaut wird. Die Raffinerieblöcke sind halt etwas größer und können halt nicht sofort gebaut werden, da sie außerhalb der Reichweite... Ja, das passt. Komm, noch ein Stück. Ja. Gut, die Schweißwand ist halt nicht so hoch, wie ich es eigentlich anfangs geplant hatte. Daher ist die untere Seite jetzt noch unverendet. Schauen wir uns einfach mal an, dass wir erstmal jetzt hier fertig haben. Das Schiff selber hat zwar 81 Tonnen, wie ich mal erwähnte, aber das Modul selber hat nochmal so um die 120 Tonnen. Also jetzt habe ich ein Gesamtgewicht von 200 Tonnen. Also man merkt dann auch direkt schon, dass man mehr Masse hat und das Schiff sich dann auch träger verhält. Sei es beim Beschleunigen, Bremsen oder Rotieren. Aber es sieht schon mal gut aus. Jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Wir steigen um in das zweite Bauschiff. Und werden noch die kleinen Details, die jetzt fehlen, nochmal nachbessern.
Okay, da hat er ein paar Platten noch nicht ganz nachgezogen, auf der Unterseite hier. Die ganze fünfte Reihe hier unten fehlt, das wird er aber schnell nachziehen. Und prompt, wie bei der Werft, ein kleiner Helfer. Das kleine Bauschiff hier ist zwar nicht das Beste, aber ein guter Anfang. Mit groben Stellen kann man mit ein wenig Präzision wunderbar arbeiten und auch hier die fehlenden Blöcke sofort nachbauen. Interessant könnte es werden, ob ich gleich auf der anderen Seite zwischen den beiden Raffinerien an den Laufsteg komme, um dort die fehlenden Punkte wegzumachen. Gut, wir nähern uns jetzt ganz langsam mit der Ecke rein. Ah, okay, da habe ich schon mal die beiden unteren Verdeckplatten des Laufstegs erreicht. Mal schauen, ob ich das auf der linken Seite auch noch hinkriege. Nee, da ist das Rohr im Weg. Da passt nicht rein. Na gut, es gibt eben halt auch so ein paar kleine Frisselsarbeiten, da muss man da wirklich noch dann aussteigen, ein paar Panzerplatten unter den Arm nehmen, das Schweißgerät in die andere Hand und dann zu Fuß dahin laufen, um dann eben halt die fehlenden Komponenten noch zu vervollständigen. Aber das Rohr nehme ich auch noch mit. Okay. Hier sehen wir halt die fehlenden Platten, die man noch nachbauen muss. Und damit sind wir fertig. Das Raffineriemodul ist jetzt fertig und ich kann das jetzt mit dem Kran an eine beliebige Stelle platzieren, wo es dann, sag ich mal, auf die nächste Bereitschaft dann wartet. Sobald ich den Verbindungsblock abschalte, kann ich mich dann vom Modul entfernen. Man sieht immer noch das Hologramm. Ich könnte also gleich direkt das zweite Modul anfertigen. Ansonsten, wie ich gerade sehe, wenn man sich gleich bewegt, kann es passieren, dass auch das Modul, weil es keine eigenen Triebwerke hat, wegtreiben könnte. Ich werde jetzt einfach mal mit den Kufen heranfliegen. Und ich habe sie noch nicht gruppiert. Dann machen wir es manuell. Also ich werde jetzt einfach nur auf dieses Modul mit den Kufen landen. Und dann mit dem Magnetschloss festhaken. So. Nochmal kurz ausrichten. Und da treibt es schon wieder. Okay, ich stehe. Ich löse. Alles klar. Das wird jetzt nirgendwo hinfliegen, solange das nicht irgendein anderer wegstoßt. Bevor ich weitere Module ausdrucke, folgt eine kurze Erklärung, was wir hier vor uns haben. Das Raffineriemodul ist ein 2-Etagen-Modul mit 2 Raffinerien, die Erze und Gestein aufbereitet und veredelt. Das Förderbandsystem kann das Inventar aufteilen und in verschiedene Fächer lagern. Gelb ist für den Zustrom von Rohmaterial, was in die Raffinerie kommt. Blau ist für Eis und Atemluft. Rot für fertige Güter wie Einzelteile, Werkzeug, Waffen, Munition. Grau ist für die aufbereiteten Rohmaterialien, die dann später in der Montageanlage zu Einzelteilen umgewandelt werden. Es ist daher wichtig, dass die Module in einer gewissen Reihenfolge zusammengebaut werden müssen, da es sonst Probleme mit der Zusammenarbeit der einzelnen Sektionen geben kann. Ich zeige euch natürlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das wird das Ziel werden. 6 Raffinerien, 6 Montageanlagen inklusive Frachtcontainer. Das Herz, an dem die Kolossus wachsen wird. In der nächsten Folge werde ich dann euch näher eingehen auf die Montageanlagen, die wir hier sehen. Und wie die, sag ich mal, im Zusammenhang mit den Raffinerien arbeiten
und halt die fertigen Güter in die Frachtcontainer packen. Es bleibt also spannend. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir doch einfach in das Kommentarfeld, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt. Über ein Like freue ich mich auch gerne. Und wir sehen uns dann nächste Folge. Euer Brancor.